Eins der umstrittensten Videos, die ich jemals hier auf YouTube gebracht habe. So viele Kommentare, so viele Diskussionen, wer hat falsch gemacht, wer hat falsch reagiert, wer war der Idiot, wer hat es verursacht und so weiter. Ich löse euch das jetzt auf in der Hoffnung, euch mitzugeben, wie man sich in solchen Situationen zu verhalten hat. Kurz gesagt, richtig überholen. Das Ganze ist passiert, um euch aufzuklären, ich war das Kameramotorrad. Der Vordermann war sogar mein Schüler, der überholt hat. Er fährt voran, ich habe die Kamera eingeschaltet, um ihn aufzuzeichnen. Und wir laufen auf einen langsameren Fahrer auf. Passiert ständig, ganz normal. So, was macht der vor mir? Er setzt sich in Brünnkurve 1 außen neben ihm zum Überholen und setzt zum Überholen an. In der Kurve. Nicht vor der Kurve, nicht nach der Kurve, in der Kurve. So, jetzt denke ich mir als der schnellere Pilot, der ja in Schulen soll, denke mir, Alter. Zu dem Zeitpunkt, als der sich neben ihn setzt, denke ich mir schon, wow. Okay, kannst nichts machen, ich fahre da jetzt nicht hinterher, ich bin noch nicht komplett bescheuert. Ich schaue da jetzt zu, ich muss da jetzt zuschauen. Und na klar, jetzt wenn du außen jemanden überholen willst, in der Kurve, dann fährst du einen viel längeren Weg, einen anderen Radius, musst somit viel mehr Kurvenspeed und mehr Schräglage fahren. Auch ein Fahrer, der 10 Sekunden langsamer ist als du, fährt in der Regel fast den gleichen Kurvenspeed. Plus, minus 3, 4, 5 km/h. Also somit schon mal sehr schwierig. Jetzt stell dir vor, du fährst den längeren Radius, musst um so viel schneller fahren und machst vielleicht pro Sekunde irgendwo ein paar Zentimeter gut. Und kommst nicht vorbei. Und hast aber auch den Nachteil, dass du den du überholen wolltest, dann auch nicht mehr siehst. Weil der ist ja immer noch neben dir. Aber wenn er neben dir ist, musst du mit deinem Kopf tendenziell eigentlich so machen. Wenn du nach vorne schaust, siehst du nicht. Jetzt versetz dich in die Lage des der überholt wird. Du bist der, fährst für dich alleine, dein Limit, dein Level, dein Maximum, gibst alles, was du kannst, bist auf deiner Ideallinie. Ob dieses die richtige Ideallinie ist, spielt keine Rolle, du bist auf deiner Ideallinie. Du bist neben deinem Motorrad, bist in der Rechtskurve, bist voll am Limit, voll konzentriert, fokussiert, kannst schon die Linie nicht mehr halten, denkst, scheiße, wird eh schon anstrengend und kommst ein bisschen zu früh weg vom Körb, möchtest auf den Linksknick gehen und dann macht's pum und da ist da einer. So, wer hat jetzt Schuld? Grundsätzlich gilt immer und überall, das ist eine Regel, könnt ihr euch alle merken, der Schnellere passt auf den Langsamen auf. Der Schnellere, der von hinten ankommt, muss rechnen, damit dass der Langsamere vor ihm irgendwas macht, was erstens vielleicht nicht richtig ist, zweitens vielleicht sogar dumm ist und drittens vielleicht auch das ist, was du nicht machen würdest. Damit muss man rechnen und kalkulieren. Und genau deswegen fährt man nicht außen in einer Kurve an jemanden vorbei. Außer derjenige ist so viel langsamer, hebt vielleicht noch die Hand und sagt, ich habe sowieso ein technisches Problem, ich bleibe rechts, bitte hier, fahr vorbei, dann kannst du außen vorbeifahren. Aber wenn einer nur 5 km langsamer ist in der Kurve, dann hast du hier außen nichts verloren. Weil derjenige wird definitiv am Kurvenausgang seinen Platz benötigen. Hast du schon mal jemanden gesehen, den es statt nach außen, nach innen getrieben hat am Kurvenausgang? Wohl eher nicht. Deswegen sind außen die Kiesbetten und nicht innen, weil die Fliehkräfte gehen immer nach außen. Und wenn du mal deine Linie nicht halten konntest, weil du vielleicht ein Blickführungsproblem hast, weil du vielleicht ein Fahrwerksproblem hattest, dann hast du dich in der Regel nach außen getragen und nicht nach innen. Ich will hier nicht der Moralapostel sein, aber wir können unseren Sport, der ohnehin schon sehr gefährlich ist, noch sicherer machen, wenn wir ein paar Kleinigkeiten beherzigen, wissen, umsetzen und Respekt voreinander haben und vor allem, wenn wir auf jemanden langsameren aufschließen, einen Scheiß auf unsere Rundenzeit geben.
Und das kann sich jeder von uns hinter die Ohren schreiben, auch ich. Weil ich habe auch Situationen, bin gerade in einer guten Runde und alles passt und geil und ich bin an meiner Bestzeit dran, 0,7 im Brünnen, vielleicht geht eine 6. Und dann laufe ich auf einen auf und denke mir oft, aber es ist so, scheiß auf die Runde. Was bringt mir die bessere Rundenzeit von 5 Zehntel, von 2 Zehntel, wenn dann noch einer von uns zwei mit einem gebrochenen Schulter irgendwo im Krankenhaus liegt? Gar nichts. Fuck off, wir müssen alle arbeiten, wir haben Kinder, wir haben Familie, wir haben keinen Bock auf den Scheiß und das sollten wir auch haben. Ich habe eine Umfrage in Instagram gemacht, ob ich dieses Video machen soll. 93% sagten ja, 7% sagten nein. Was ist mit diesen 7% los? 7% ist im Verhältnis relativ wenig, aber 7%, die sagen, nee, brauchst du nicht machen, ich kann es, ich weiß, wie es funktioniert, wegen mir brauchst du das nicht machen, okay, aber du solltest der Meinung sein, als derjenige, der das kann und der es weiß, wie es funktioniert, das überholen, dass auch die, die es nicht wissen, lernen sollten. Warum? Damit die nicht eventuell dich irgendwann mal abschießen oder jemand anders oder deinen Freund, deine Freundin, deine Frau, wen auch immer. Genau deswegen solltest du auch der Meinung sein, dass dieses Video wichtig ist, um zu verstehen, wie man richtig überholt. So, und deswegen, nicht persönlich nehmen bitte, aber das ist ein heikles Thema und ich will auf keinen Fall sowas mehr erleben, wie ich dieses Jahr erlebt habe, wo ich noch selber fast noch mit drauf ging, weil das Motorrad die Strecke kreuzte und ich fast noch da reingefahren wäre. Also das, wenn passiert wäre, dann hätte ich denjenigen wirklich am Krawattel hochgezogen und hätte gesagt, Alter, okay, ich habe da auch keine Skrupel, das zu veröffentlichen, weil so zeigt man, wie es nicht funktioniert. Wir schauen jetzt in den Computer rein, ich zeige euch jetzt, wie genau dass zwei sehr sichere Überholmanöver funktionieren und wie auch ich sie praktiziere und wie auch ich immer sie praktiziere und eigentlich nie anders mache. Egal, ob einer eine Sekunde langsamer ist wie ich oder 5 oder 10, ich überhole immer gleich. Okay, wir sind jetzt hier im Photoshop. Ich versuche das hier mal ein bisschen aufzuzeichnen, dass ihr seht, wie ich das meine. So, wir brauchen jetzt einmal kurz eine Kurve. Okay, wir haben eine Rechtskurve. Schöne, naja, so schön ist sie nicht hier. Schöne Rechtskurve, egal. So, es ist da, sagen wir mal, ist halt da einer, ein roter Typ, na, der ist jetzt hier innen und der fährt jetzt 5 Sekunden langsamer wie wir und wir haben es auf der Geraden nicht geschafft, sondern wir sind jetzt hier in der Kurve am Scheitelpunkt hinter ihm. Ups. So. Und denken uns, also wir sind gelb, der langsame ist rot. Dann denken wir uns, Alter, ich will so Schnauchnase. Okay, scheiß auf die Schnauchnase, wir machen es an. Wir sind schneller, wir sind besser und wir lernen es auch besser. Wir machen vor allem den richtigen Überholvorgang. So, also dem Langsameren hat irgendjemand mal gelernt, dass er am Kurvenausgang nach außen fahren soll. Kurve Mitte innen sein soll und Kurvenausgang außen sein soll. Und deswegen wird der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier rausfahren. Und es kann auch sein, dass er diesen Platz hier nicht zu 100% nutzen wird, weil es sehr schwierig ist, dass man auf einen Millimeter genau am Körper anfährt. Das kann ich von Anfänger nicht erwarten. Aber jeder Lehrer, jeder Instruktor hat ihm gesagt, fahr am Kurvenausgang nach außen. So. Also damit kann ich schon mal kalkulieren, dass er diesen halben Meter oder Meter Platz lässt, hier am Körper. Mit dem kalkuliere ich nicht, weil es kann genauso gut sein, dass ihm fast der Platz ausgeht und dann braucht er den halben Meter. Was mache ich stattdessen? So, ich bin ja jetzt der Schlaue, ich bin der Schnelle, also habe ich die Verantwortung. So, gehe ich auf die blaue Linie. Und die blaue Linie ist die intelligentere. Ich sehe, oh, hier Kollege geht hier schon vom Körb weg, fährt hier schon raus, weiß ich, was er verkehrt macht, ich bleibe einfach noch einen Tacken innen. Oder im Falle des Falles bleibe ich von länger außen, gehe später noch rein, um hier einfach den besseren Ausgang zu haben und überhol ihn exakt hier. So, wenn das passiert, dann wird sich unser grauer Kollege hier denken, Alter, was ist denn hier los? Da überholt mich einer einfach innen, das macht Pam und der ist vorbei. Bin ich bescheuert oder was ist los mit mir? Das ist eins der sichersten Überholmanöver.
Bei diesem Überholmanöver ist es aber sehr wichtig, dass ich dieses Überholmanöver so früh wie möglich mache. Weil im Falle des Falles, dass auf diese Rechtskurve nach einem kurzen Stück geradeaus schon wieder eine Linkskurve kommt, muss ich damit rechnen, dass derjenige, den ich überholen möchte, dann wieder nach rechts rüber geht. Oder eventuell auch so einen Rechtsdrall noch im Motorrad hat. Aber der kommt dann, nachdem er außen war, kommt er wieder nach rechts zurück. Und damit muss ich kalkulieren. Und deswegen ist es wichtig, dass ich so früh wie möglich und deswegen genau an dieser Stelle hier überhole. Am Kurvenausgang, kurz bevor den ich überholen will, ganz außen ist. Dann muss ich neben ihm sein und am besten schon vorbei sein. So, jetzt zeichnen wir es mal kurz auf, wie es ist, wenn hier einer... wenn hier eine Wechselkurve kommt. Na, kurz hier weiß. So. Schwarze Linie. Zack, zack. Okay. Wir haben eine Rechtskurve. Rechtskurve, Rechtskurve, Rechtskurve. Und dann kommt eine kurze Gerade und dann kommt eine Linkskurve. So. So ungefähr, ne? Genau. So. So, und unser roter Kollege, der langsame, gell? So, der ist jetzt, der fährt jetzt von hier nach hier außen, weil das haben sie ihm gelernt, dass er nach hier außen fahren soll. Und dann haben sie ihm ja gesagt, du musst aber jetzt für die nächste Kurve wieder von außen fahren, also muss er ja irgendwie hier rüber. Wir oder du als der Schnellere weißt ja, dass du bei so einer Kurve genau immer rechts bleibst und gar nicht erst bis nach außen gehst, weil du passt dich ja schon auf die nächste Kurve richtig an. Aber das weiß der vielleicht nicht. Aber ihm hat man gesagt, man muss von außen nach innen nach außen fahren und wieder von außen nach innen nach außen. Also wird er die Strecke von hier nach hier kreuzen. Oder er wird es zumindest versuchen. Auch wenn es nicht richtig ist. Aber du musst damit rechnen. So, und deswegen ist es so wichtig, dass du mit deinem Motorrad beim Vorbeifahren schon hier vorbeifährst. Du musst dich so positionieren, vielleicht auch so hier, ne, so positionieren, dass du derjenige bist, der in hier, wenn er hier ist, er ist hier, du bist hier, dann bist du schon an ihm vorbei. Oder dann bist du neben ihm, weil dann nimmt er dich wahr. Dann schaut er, ist er nicht mehr auf die Kurve konzentriert, sondern ist schon fast fertig, schaut schon wieder nach vorne. Und dann, wenn du neben ihm bist, dann sieht er dich in den Augenwinkel. Und da ist auch wichtig, dass du relativ nah neben ihm bist, weil desto näher du neben ihm bist, umso eher erkennt er dich und umso eher hört er dich. Also da darfst du auch nicht zu weit weg sein. Also schon so 2 Meter neben ihm ist kein Problem, da passiert nichts, aber er merkt dich, er nimmt dich wahr. Und wenn das Ganze zu spät passiert, der Überholvorgang, und du dich hier am Anfang vom Ausgang hier irgendwo nicht richtig positioniert hast und du erst hier überholst, dann passiert es genau hier, dass man hier zusammenfährt. Das Ganze habe ich schon live mitbekommen am Pannoniering zwischen Kurve 2 und 3. Da kommst du aus der 2 raus, gehst nach außen und gehst wieder zurück, dass du von rechts auf die 2, auf die 3er hinkommst. Ja, und wenn du da nicht gleich am Kurvenausgang neben dem bist, sondern zu spät, dann macht's PAM! Wieder zu spät. Also, wenn am Kurvenausgang, was tendenziell eines der sichersten Überholmethoden ist, gleich am Ausgang, erst wenn der, den du überholen möchtest, wenn der außen ist und nicht erst wieder zurückkommt. Also es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, das ist das sogenannte Ausbremsen, mache ich recht gern, weil es sehr sicher ist. Beim Ausbremsen ist wichtig, der Überholvorgang muss sofort stattfinden, wenn der Langsamere bremst. Nicht erst dann, wenn er schon einlenkt, weil dann kann es wieder gefährlich werden. Ich zeige es euch. So, wir haben jetzt, sagen wir mal, eine Gerade. Auf die eine Rechtskurve folgt. So. Wupp. So, Fahrtrichtung, ne? So, also nehme ich wieder meinen roten Kollegen, der langsam ist. Der gibt hier auf der Geraden alles. Es hat sich für mich noch nicht ergeben, auf der Geraden zu überholen, weil ich gerade auf ihn aufgelaufen bin. Bin aber schon hinten an seinem Hinterrad. Aber ich komme nicht mehr auf der Geraden vorbei, weil er auch 200 PS hat. Und auf der Geraden sind wir alle schnell. So, was machen wir jetzt? Wichtig ist, dass wir uns
an seinem Hinterrad positionieren. Wenn du hier bist und der Langsamere ist hier, dann ist es wichtig, dass du schon so seitlich versetzt, so mit deinem Vorderrad so knapp neben seinem Hinterrad bist. Ein bisschen im Windschatten, aber nicht komplett im Windschatten, weil wenn du komplett im Windschatten bist, dann musst du, wenn er bremst, erst einmal ausholen und das ist sehr schwierig. Deswegen würde ich dir empfehlen, sei ein Tick weiter innen auf der Seite, welche Kurve danach kommt. Und dann hast du den Vorteil, dass du, wenn, also du bist so seitlich neben ihm, so das Vorderrad so ein paar Zentimeter auf Höhe seinem Hinterrad und dann beobachtest du ihn. Natürlich musst du deinen Bremspunkt natürlich auch beobachten, nicht, dass du noch später bremst, als du normalerweise bremst. Aber wenn du auf jemanden aufläufst, dann bremst er in der Regel früher als du. Also kannst du das so am besten machen. Sondern bist du dann an der Kanzel, beobachtest ihn, beobachtest aber auch deinen Bremspunkt und dann merkst du, ah, er bremst früher wie ich, alles klar, super, Beste, was passieren kann. Und dann ist es relativ einfach. Du wartest auf seine Reaktion und die ist in der Regel von gedückter Position nach oben und bam. Und in dem Moment, wo der nach oben geht, zählst du einfach nur so, das ist eine Zehntelsekunde. Und dann bremst du. Und in dem Moment bist du so, sofort, aber sofort an ihm vorbei. Dann bist du nämlich auf einen Schlag hier. Zack. Und wenn das der Fall ist, dann kann er nichts mehr machen, beziehungsweise dann sieht er dich und sagt, oh, da ist einer. Okay, und jetzt? Was passiert, wenn du das nicht so machst, sondern zu spät überholst? Sprich, wenn dein Kollege, dein langsamerer Kollege, schon hier ist. Und du hast es aber nicht früher geschafft, vorbeizufahren. Dann hast du das Problem, dass sich hier die Wege kreuzen. Weil wenn er schon am Einlenken ist, dann müsste er wieder aufmachen, weil du kommst. Und das ist tendenziell auch sehr gefährlich. Deswegen der Überholvorgang exakt dann, wenn derjenige auf die Bremse geht oder vielleicht einen Tacken danach. Jetzt hast du natürlich, wenn du neben ihm Richtung Kurveninneres quasi anbremst, dann hast du eigentlich die schlechtere Linie. Ist aber kein Problem, weil dann gehst du halt, ich mache das jetzt mal nochmal weg, weil dann gehst du halt einen Tacken weiter. Sagen wir mal, die Linie ist jetzt um so viel schlechter, dass die Kurve zu schnell kommen würde, dann gehst du halt einen Tacken weit und dann fährst du halt nicht bis am Scheitelpunkt dran. Und er ist halt derjenige dann, der dann sagt, okay, ich kann aber trotzdem die richtige Linie halten, ich kann trotzdem innen rein. Aber du wirst durch dieses Tacken spätere Bremsen in der Regel, wenn du nicht direkt hier außen rumfährst, wirst du trotzdem schneller sein als wir. Es kann zwar sein, dass er dann hier am Scheitelpunkt wieder an dir dran ist. Sagen wir mal so. Das spielt aber keine Rolle, weil du dann einfach der schnellere Fahrer bist und es dauert dann eineinhalb Kurven, zwei Kurven, dann ist er weg. Leute, das sind die aller zwei sichersten Methoden zu überholen, ohne euch irgendwelche Anweisungen zu geben, ohne euch irgendwie, ne, ihr versteht's mich, das ist wirklich nur im Interesse unser aller, unseres Sports, im Interesse der Veranstalter. Die haben keinen Bock auf schwere Verletzungen, die haben keinen Bock auf Stürze und die haben vor allem keinen Bock auf Tote. Und es gibt Veranstalter, die haben mit Toten schon umgehen müssen und auch Freunde haben mit Toten umgehen müssen und das muss einfach nicht sein. Wir können das anhand einfach solchem Wissen, solchem theoretischen Wissen, wenn wir das in dem Hirnkastel drin haben, dann können wir das auch umsetzen. Denkt ein bisschen drüber nach, passt aufeinander auf, tut's mir den Gefallen. Ich will nicht stürzen, weil mich einer abschießt und du bestimmt auch nicht. Und du willst auch bestimmt keinen abschießen. Also, passt bitte da draußen auf euch auf. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Auch gerne ein Abo. Ich habe irgendwie 70% meiner Zuschauer sind nicht meine Abonnenten. Hey, ihr müsst das Ding abonnieren, das ist wichtig. Und wenn du sagst, hey, ich bin auf mich einzeln, da kommst du nicht drauf an. Das Problem ist, wenn alle so denken, dann ist genau das Problem. Also, danke fürs Zuhören. Weihnachten ist schon vorbei. Frohe Weihnachten im Nachhinein noch. Alles klar, bis dahin. Ciao. I'm counting you.